Guten Morgen. Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen zu unserem Online-Gottesdienst heute Morgen hier in der Freien Christengemeinde Foyer Friedrichshafen. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt zu diesem Online-Gottesdienst. Es ist unser 6. Online-Gottesdienst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon auf die Zeit, wenn wir wieder alle beieinander sind hier in diesem Raum, gemeinsam Gottesdienst feiern, gemeinsam uns in Arm nehmen und uns gegenseitig begegnen. Und ich freue mich schon auf unseren Cappuccino wieder im Bistro und den Kuchen, den es da gibt, oder vielleicht Brezel. Aber bis dahin, wir wissen nicht genau, wie lange wir es noch so haben. Aber ich bin echt dankbar, dass viele Menschen sich einbringen, um diesen Online-Gottesdienst zu machen. Wir werden heute Morgen mit einer neuen Serie beginnen. Ich möchte euch einfach da ein bisschen spannend machen, wie wir die nächsten 5 Sonntage über dieses Thema sprechen. Und so werden wir jetzt ein paar Lieder gemeinsam singen und dann werden wir etwas sehen, wo uns ein bisschen so hineinnimmt in dieses Thema. Vorher würde ich aber gerne noch mit uns beten. Vater, ich danke dir jetzt für diesen Morgen. Ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du mit uns bist und ich lege da alles dir hin und bitte um deinen Segen für diesen Gottesdienst. Danke dafür. Gott, hilf uns, deine Gedanken zu denken. Danke, dass du ein guter Gott bist. Amen. So wünsche ich euch den Segen von Gott für diese Zeit, die jetzt vor uns liegt. Und lasst uns einfach gemeinsam jetzt ein paar Lieder singen. Bis dann. Spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found. He's the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself. Your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind. Still, you give yourself away. Whoa.
There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Yeah. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Yeah. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Pull the overwhelming, never-ending breathless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm from deep to 99. Oh, I could learn it, I don't deserve it. Love of God, oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. Oh, I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself. Wir danken dir für deine Liebe, mit der du uns nachgehst und uns genau dort abholst, wo wir gerade stehen. Und es ist wirklich wahr, was in diesem Lied, was wir gerade gesungen haben, nämlich, dass du jeden Schatten erhellst, egal wie dunkel der Schatten auch sein mag, egal wie hoch die Mauer sein mag, du bist größer und du bist stärker. Und du begegnest uns genau da, wo wir jetzt gerade stehen. Wir danken dir, Jesus, dass du einen Weg für uns freigemacht hast, dass wir zu dir kommen können. Und Jesus, du hast den Himmel verlassen, damit du mit uns zusammen sein kannst und dass wir mit dir zusammen sein können. Dafür möchten wir dich anbeten, dafür möchten wir dir diese Lieder singen. Wir warteten im Dunkeln, hoffnungslos und ohne Licht. Da kamst du geeilt vom Himmel, voller Gnade war dein Blick. Durch die Jungfrau uns geboren, wurde die Verheißung wahr. Er verließ den Thron des Ruhmes, kam zur Krippe dort im Stall. Preist den Vater.
du preist den Geist eins auf dem Thron. Gott der Ehre, Majestät, preist den König aller Könige. Um Verlorene zu versöhnen und dein Reich zu offenbaren, um die Schöpfung zu erlösen, lehntest du das Kreuz nicht ab. Trotz deiner schweren Leiden sahst du, was danach geschah. Wusstest, das war unsere Rettung, als du unsertwegen starb. Preist den Vater, preist den Sohn, preist den Geist eins auf dem Thron. Gott der Ehre, Majestät, preist den König aller Könige. In Atem an, denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen durch das Lamm. Tote stiegen aus den Gräbern, Engel sahen staunend zu. Wer auch immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund. Und die Kirche war geboren, wurde durch den Geist entflammt. Ja, die Wahrheit alter Schriften, sie besteht jedem Kampf. Freiheit liegt in seinem Namen und sein Blut befreite mich. Ich bekam ein neues Leben, weil mich Jesus Christus fühle ich mich wohl, kniend vor.
vor deinem Thron. Schönheit wird nie vergehen.
Das Thema der heutigen Predigt bzw. die Predigtreihe, die heute beginnt, heißt der echte Jesus. Dieses Thema wird uns in nächster Zeit beschäftigen. Ihr habt ja gerade den Trailer gesehen. Es sind viele Fragen, die es da gibt zu diesem Thema Jesus. Wer ist er eigentlich? Und für manche ist es immer noch ein Geheimnis. Für manche ist es sehr klar. Wer ist eigentlich dieser Jesus? Um dieses wird es da gehen, aus verschiedenen Blickwinkeln das zu beleuchten und uns anzuschauen. Ich möchte kurz eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Da war ich 16, 17 Jahre alt. Da durfte ich für eine bestimmte Zeit in einer Fernsehsendung mitmachen. Die hieß 4 gegen Willi. Die hat hier in Friedrichshafen stattgefunden, in der IBO-Halle. Und ich durfte da mitarbeiten. Und zwar war ich zuständig auch für die Bühnendekoration. Und da waren viele bekannte Leute der damaligen Zeit. Einer davon war Mike Krüger oder The Bangles, Level 42 oder Chris Norman. Sicherlich viele Leute, die ihr noch nicht mehr kennt, gerade die Jungen wahrscheinlich. Das ist so meine Generation gewesen. Die haben da einfach Musik gemacht. Auch eine Band, die hieß Trio. Vielleicht kennt ihr das Lied Da, Da, Da. Ja, es war so ein Lied damals, das sehr bekannt war. Und ich durfte sogar auf praktisch in dieser Sendung die Nebelmaschine betätigen. Der Sänger Chris Norman, damals sehr bekannt, war mit mir hinter der Bühne. Und als er rauslief auf die Bühne, dann durfte ich die Knöpfe drücken für die Nebelmaschine. Also falls jemand die Sendung sieht, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwo wird es nochmal aufgezeichnet und du siehst den Nebel auf der Bühne mit Chris Norman. Eine Sendung, die über 30 Jahre her ist. Das war ich. Wollte bloß mal sagen. Was ich mit dieser Geschichte sagen möchte, ist Folgendes. Ich habe dann ein bisschen angegeben mit diesem Ganzen. Ich habe gesagt, hey Leute, ich kenne die ganzen Promis. Ja, ich kenne diesen Mike Krüger und die Chris Norman und The Bangles. War damals ja diese vier Damen, die sehr bekannt sind. Und habe gesagt, hey, ich kenne die. Und die Leute haben mich gefragt, was? Du kennst die? Ja, klar kenne ich die. Bin mit denen in Kontakt, spreche mit denen und wollte so ein bisschen angeben. Man sagt oftmals etwas, ich kenne die Person, weil sie irgendwie auch bekannt ist, aber eigentlich kennt man die Leute. Man meint eigentlich, ich weiß von der Person. Ich weiß, sie ist prominent und ich weiß auch, was für Lieder sie singt, aber kenne ich die Person wirklich? Ich möchte eine kleine Brücke bauen zu Jesus. Viele sagen, ja, Jesus, ich kenne den, habe schon gehört von ihm. Aber eigentlich, was ich damit ausdrücken will, ist Folgendes. Ich weiß von Jesus, ich kenne viele Geschichten von ihm, er ist sehr bekannt. Ich meine, Jesus ist eine sehr bekannte Person über fast 2000 Jahre jetzt, wo man von Jesus gehört hat. Die Frage ist nur an der Stelle, kennen wir ihn wirklich? Ich möchte einen Text lesen aus Matthäus Evangelium 16. Kapitel, Verse 13 bis 15, da steht Folgendes. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten von früher. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Fragte er sie. Für wen haltet ihr mich? Wer war Jesus? Jesus fragt seine Jünger und die sagen, ja, was sagen die Leute, wer ich bin? Und ich sage, ja, ein Prophet. Manche sagen Jeremia, manche sagen Johannes der Täufer oder Elia. Aber was meint ihr, wer bin ich? Wer war dieser Jesus? War er nur ein Mensch oder Prophet? Oder war er Gott? Diese Frage können wir uns heute mal stellen. Wer ist denn Jesus für dich? Dass du mal diese Frage dir selber stellst. Wer ist dieser Jesus für dich? Das ist eine gute, berechtigte Frage. Ist ja eine sehr bekannte Person. Aber wer ist er wirklich für dich? Und kennst du ihn wirklich? Den echten Jesus? Bevor ich jetzt näher darauf eingehe, möchte ich erstmal darauf hinweisen bzw. euch ein paar Punkte aufzeigen. Wenn man etwas beweisen möchte, man nennt es, dass ein historischer Fakt stattgefunden hat, dass
es den Jesus historisch wirklich gegeben hat, weil manche sagen, ja, vielleicht hat es den gar nicht gegeben oder hat gar nicht gelebt oder, ja, wie kann man daran gehen an so ein Thema? Es gibt ja viele Menschen, die sehr bekannt sind, aber wie kann ich beweisen, dass zum Beispiel diese Person überhaupt gelebt hat? Nehmen wir ein Beispiel, Napoleon zum Beispiel. Napoleon, man sagt, er hat gelebt, er war dieser Feldherr und sagen wir, dieser Kaiser, der einen Krieg geführt hat gegen Russland und gegen die Engländer. Aber woher wissen wir, dass es diese Person wirklich gegeben hat und diese ganze Ereignisse stattgefunden hat? Ich meine, Napoleon, der steht hier nicht neben mir und wir trinken zusammen hier einen Kaffee und unterhalten uns, sondern den gibt es ja gar nicht mehr. Und das ist bei Jesus auch so. Ich kann ja viel von Jesus erzählen, aber wie können wir Dinge auch einfach mal handfest beweisen, ob es ihn wirklich gegeben hat? Und in diesen ganzen Dingen zu beweisen und darzustellen, gibt es drei Punkte. Erstmal braucht es einen Befund. Zum Beispiel ein Befund, es können irgendwelche Gebäude sein. Ihr kennt sicherlich die Pyramiden in Ägypten, die gibt es ja. Und weil es die Pyramiden gibt, geht man davon aus, da gibt es irgendein Volk, die Ägypter, die diese Pyramiden gebaut haben. Aber nicht nur irgendwelche bauliche Maßnahmen oder irgendwelche archäologische Funde sind irgendwelche Befunde, sondern es gibt eine andere Sache, irgendwelche Ereignisse, die stattgefunden haben, wo man darauf zurückgreifen kann, es muss so gewesen sein. Ich nehme euch kurz ein Beispiel. Es gibt ja diesen Mann, Karl der Große. Karl der Große, man sagt, dass er einen Krieg geführt hat gegen die Langobarden und dass er diesen Krieg gewonnen hat. Aber wie kann man das beweisen? Man sieht in der Geschichte, dass Karl der Große, als er gelebt hat, irgendwann mal in dieser Zeit, wo er regiert hat, die Langobarden, dieses Volk, irgendwann verschwand von der Bildfläche. Und das zeigt, da gibt es einen Zusammenhang. Also da muss ein Krieg stattgefunden haben zwischen Karl der Große und den Langobarden. Das wäre ein Befund, das wäre das Erste. Das Zweite ist, man braucht auch schriftliche Quellen. Und schriftliche Quellen sind irgendwelche Schriftstücke, die es gibt von der damaligen Zeit. Man nennt es Papiere, die gibt es oftmals im Museum, die irgendwelches etwas Handschriftliches zeigen, ob es die Person gegeben hat, zum Beispiel ob es Julius Caesar gegeben hat, wo man irgendwelche mündliche Überlieferungen irgendwann mal niedergeschrieben hat und gesagt hat, hey, das sind handschriftliche Quellen, die bezeugen, dass es die Person gab. Und das Dritte ist, gibt es aber irgendwelche alternative Optionen? Bedeutet Folgendes, man will etwas darstellen und sagen oder beweisen, aber gibt es auch Alternativen? Das heißt, du sagst ja das, du sagst ja so, hat es stattgefunden, aber schauen wir uns mal alle anderen Alternativen an, ob überhaupt das, was du jetzt sagst, stimmt. Also es sind drei Dinge. Man braucht irgendwo einen Befund, man braucht schriftliche Quellen, und man schaut sich nochmal die alternative Option an. Wenn die keinen Sinn macht, dann in der Regel ist so, was man behauptet auch, dass es stimmt. Aber man muss sich das Ganze anschauen. Jetzt gehen wir die Brücke auf Jesus. Über die ersten zwei möchte ich kurz was berichten, was wir von Jesus her wissen. Zunächst einmal vom Befund. Es gibt zwei Dinge, die für mich ein Befund sind. Das erste ist, es muss ein leeres Grab gegeben haben. Warum? Weil der ganze Glaube an Jesus, des Christentums, beruht auf ein leeres Grab. Als wenn dieses leere Grab nicht gegeben hätte, würde es nie Christen geben. Und Menschen, die an Jesus glauben, würde es gar nicht geben. Weil das ist irgendwie das Fundamentale des christlichen Glaubens. Und das Zweite ist, es ist ganz klar bewiesen, dass nachdem Jesus auferstanden ist und dieses leere Grab gab, dass dieser Glaube an Jesus sich eine Kraft und eine Dynamik in ganz Europa, in Nordafrika bis Kleinasien sich in einer ersten Zeit eine Dynamik sich entwickelt hat, wie dieser Jesus plötzlich verkündigt worden ist. Aber wir sehen hier, das ist ein Befund. Das kann niemand leugnen. Und jetzt der zweite Punkt. Schauen wir uns mal die schriftlichen Quellen an. Gibt es irgendwelche schriftlichen Quellen auch von Jesus? Und die Frage ist, gibt es wenig Quellen oder gibt es sehr viele Quellen? Sind sie alt und sind sie auch glaubwürdig? An dem messen wir uns ein Stück weit, wie glaubwürdig auch solche schriftlichen Quellen sind. Diese Papiere.
Und ich möchte mal kurz mal vergleichen. Erstmal gibt es wenig oder viele Schriftquellen, handschriftliche Quellen über Jesus. Wenn wir Cäsar uns anschauen, wo alle sagen, ja, dann gibt es, dann gab es. Da gibt es handschriftliche Schriftquellen oder Quellen von ihm, wisst ihr wie viel? Es sind gerade mal 10. Die berichten auch von seinem Krieg gegen die Gallier zum Beispiel, ja, die davon berichten. Wisst ihr, wie viele handschriftliche Quellen es gibt über Jesus mittlerweile? Das sind über 5.668 handschriftliche Quellen, die beweisen, dass Jesus gelebt hat. Also merken wir schon, es waren sehr viele im Vergleich zu, nehmen wir Beispiel, Julius Caesar oder Tacitus und andere. Und wie sind denn die Überlieferungen? All diese Papyri nennt man das. Das ist praktisch die handschriftlichen Quellen, die auf Papyrus geschrieben worden sind, die dann immer wieder weiter abgeschrieben worden sind, weil sie auch irgendwann mal veraltet werden. Die kann man sich anschauen. In vielen Museen auf dieser ganzen Welt, manche sagen, oh, das ist alles irgendwo ganz geheim, irgendwie abgeschlossen in einem Verlies, in einem Tresor. Nee, die kannst du sehen. Zum Beispiel ein Museum ist das Chester Beatty Museum in Dublin und viele andere Museen, wo all diese Papiere auch man sich anschauen kann. Und dann noch, wie alt sind denn diese handschriftlichen Quellen? Das ist auch so eine Frage, die man sich stellen darf. Sie sind sehr alt. Aber das Entscheidende ist, zwischen dem Ereignis, als Jesus gelebt hat und dann mündlich überliefert worden ist von den Jüngern und anderen Menschen, die Jesus gesehen haben, bis hin, dass man es handschriftlich niederschreibt, je kürzer die Distanz, sprich von dem Ereignis bis zu dem Punkt, wo man es niedergeschrieben hat, je kürzer die Distanz, desto genauer ist es. Bei Julius Caesar zum Beispiel, nochmal zurückzukommen auf ihn. Von dem Ereignis der Kriege, die er geführt hat und seiner Person, bis hin, wo es irgendwann mal niedergeschrieben worden ist, sind 1000 Jahre. War schon ganz schöne Distanz. Zwischen dem Ereignis von Jesus, wie er gelebt hat, der mündlichen Überlieferung, bis hin, dass sie dann immer mal niedergeschrieben worden sind, waren noch zwischen 100 und 200 Jahre danach. Also sehr nahe, sehr, sehr klar, die dann irgendwann mal auch die ganze Evangelie und die Briefe, die Paulus geschrieben hat oder auch andere Leute, Apostel geschrieben haben, da merkt man, die Distanz ist schon viel, viel kürzer gewesen. Also wir sehen, wir haben einen Befund und wir haben schriftliche Quellen, die es beweisen, dass es Jesus gab. Und jetzt schauen wir uns vielleicht noch die alternative Option an oder ja, was es noch sein könnte. Das werden wir nachher am Schluss uns anschauen. Es ist so, es ist unumstritten, dass Jesus gelebt hat, dass er da war, dass er mit den Menschen gesprochen hat, dass viele Zeichen und Wunder geschehen sind, laut den Handschriften. Aber warum ist diese Person Jesus so umstritten? Ich möchte mal es lesen aus dem Johannesevangelium, 10. Kapitel, Verse 27 bis 33, da steht Folgendes. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Und jetzt kommt's. Ich und der Vater sind eins. Wütend griffen da die Juden wieder nach Steinen, um ihn zu töten. Jesus aber sagte, in Gottes Auftrag habe ich viele gute Taten vollbracht. Für welche wollt ihr mich töten? Nicht wegen einer guten Tat sollst du sterben, antworten sie, sondern weil du nicht aufhörst, Gott zu verlästern. Du bist nur ein Mensch und behauptest trotzdem, Gott zu sein. Wisst ihr, es ist einfach bewiesen, dass er gelebt hat. Aber wo Leute ein Problem haben, wenn man sagt, Jesus war nicht nur Mensch, sondern war Gott. Und da merkt man schon, wie Jesus auch sagt, ich und der Vater sind eins. Also er macht sich eins mit Gott, dem Vater, und sagt, hey, wir sind eine Einheit. Und es hat damals schon die Leute so gestört bis heute, wo sie sagen, ja, okay, Jesus, ein guter Mensch, wenn ich mit vielen Menschen im Gespräch bin, und ich sage, ich glaube an Jesus. Und sagt, ja du, also Jesus, das war echt ein guter Mensch. Aber Gott, wie geht das?
Das verstehe ich nicht. Aber ich habe gesagt, es gibt einen Befund, das leere Grab, und dass viele Menschen an diesen Jesus glauben. Es gibt schriftliche Quellen, die davon berichten. Und es gibt Menschen bis heute, die an diesem Jesus glauben und ihm ganz persönlich begegnet sind. Ich möchte euch jemanden vorstellen heute. Sein Name ist Mirko Raroffalo. Er wird kurz mal berichten, er ist ein guter Freund von mir. Wir sind in der gleichen Gemeinde und wir unterhalten uns viele Dinge. Mirko, stell dich erstmal persönlich vor, wer du bist. Hi Lagi, hallo an alle, die zugeschaltet sind, online am Start sind. Guten Morgen. Ja, ich bin der Mirko Raroffalo, werde dieses Jahr 40 Jahre alt und bin verheiratet mit der Lena. Ich habe sie 2011 kennengelernt auf einer Bibelschule und haben 2013 geheiratet. Wir haben zwei Kids, die zu Hause sind und Gas geben. Und ja, sind glücklich verheiratet und genau. Schön. Also du bist ja Italiener. Genau. Mirko Raroffalo, der Italiener. Garofalo. Garofalo, okay. Wisst ihr, normalerweise, wir sind ja Südländer, wir würden uns gerne jetzt in den Arm nehmen, aber leider geht es momentan nicht. Wir verstehen uns echt gut. Wir sind so richtige Warmblütler. Mirko, erzähl mal deine Geschichte. Wie bist du diesem Jesus begegnet? Genau, diesem Jesus bin ich vor genau 21 Jahren begegnet. Ich habe gelebt in einer wilden Zeit. Ich wollte das Echte, ja, das Thema ist es auch, der echte Jesus. Ich wollte das Echte haben. Ich wollte Wahrheit in meinem Leben hören, spüren. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht, habe im Esoterischen gesucht, habe Marihuana missbraucht, um eine übernatürliche Begegnung zu haben. Ich war viel auf Partys und habe auch versucht, über diese quasi Anerkennung von Menschen zu suchen, zu finden. Und ja, das hat praktisch mein Leben bestimmt. Ich habe dadurch versucht, Erfüllung zu erleben. Und diese Sehnsucht, die in mir lebt, die sollte gestillt werden. Genau. Und eines Tages auf einer ganz konkreten Begebenheit, die ich jetzt nicht weiter ausführen kann, da wir einfach zeitlich begrenzt sind. Aber auf dieser Begebenheit hin verspürte ich, dass Gott zu mir sprechen möchte. Und ich habe dann den Gedanken bekommen in mein Gedächtnis, Gott, bist du es? Der eine oder der andere kennt diese Frage, kennt diesen Gedanken, Gott, bist du es? Ja, spricht Gott hier zu mir oder so? Genau, und tatsächlich kam diese Frage in mir hoch, Gott, bist du es? Und auf diese Frage hin, die ich dann mir gestellt habe oder die ich Gott gestellt habe, kam mir ein Gedanke in mein Herz. Und es war das erste Gebot, ich bin dein Gott. Ich habe dich aus Ägyptenland befreit und mich allein sollst du anbeten. Und dieser Gedanke hat mich dann sehr stark an diesem Abend natürlich beeinflusst. Das war eine ganz krasse Begebenheit. So, und ab da sollte sich in meinem Leben wirklich alles grundlegend ändern. Ich habe dann einen Bruder, genau. Und der hatte für mich in dieser Zeit stark gebetet. Ich war also herausgefordert, diesem Geschehen hin ein Signal zu setzen. Ich war herausgefordert, in der Bibel zu lesen. Und mein Bruder schenkte mir dann eine Bibel. Er wusste von nichts. Und er schenkte mir diese Bibel. Diese Bibel lag über einer Woche auf meinem Tisch. Und ich habe mich nicht getraut, in dieser Bibel zu lesen. Ich war herausgefordert, sie zu öffnen, darin zu lesen. Aber ich konnte es nicht aus einem Grund. Ich wusste, wenn ich da reinlese, wenn ich da das Buch öffne und da reinschaue, dann bin ich nicht mehr mein eigener Mensch, ich werde Kontrolle abgeben müssen. Und das ist eine Sache, die dem Menschen wirklich wehtut, Kontrolle abzugeben, glaube ich persönlich. Ich weiß es fiel mir echt schwer, diese Kontrolle abzugeben und die Herrschaft, die Regentschaft einem Fremden
nicht sichtbaren Gott abzugeben. Nun, eine Woche später habe ich die Bibel geöffnet und das Wort Gottes sprang förmlich mir entgegen. Es war so lebendig, es war so freudemachend, friedebringend, dass ich einfach gemerkt habe, hey, Gott spricht durch sein Wort ganz, ganz krass in meine Lebenssituationen hinein. Und da habe ich dann angefangen, den Weg mit Gott weiterzugehen. Ein Jahr später, genau vor 20 Jahren, an Ostersonntag vor 20 Jahren, erst vor kurzem geschehen, feiere ich quasi meinen 20. Geburtstag. Da hatte ich einen Motorradunfall, der war ziemlich krass. Das Motorrad war in zwei Teilen, das Lenkrad hat sich getrennt gehabt von der ganzen Maschine. Und mir war nichts passiert. Ich bin sehr weit geflogen, mir war wirklich nichts passiert. Und ich komme nach Hause und ich betrachtete meinen Helm und sah an diesem Helm oder in diesem Helm einen fetten Kloß an Stein, das den Helm durchbohrt hatte. Und dieser Helm war kurz, oder dieser Stein war kurz von unterhalb der Styroporschicht und hatte beinahe meinen Kopf durchtrennt oder durchbohrt. Ja. Sie können sich vorstellen, ich fiel auf meine Knie, dankte Gott, und an diesem Tag an habe ich Gott wirklich mein Leben ganz neu gegeben. Und ich wollte nicht nur ein Gläubiger sein mehr, sondern ich wollte jemand sein, der Jesus wirklich ganz praktisch nachfolgt. Genau, und da hat sich dann wirklich tatsächlich alles verändert. Ich habe alte Gewohnheiten, alte Lasten wirklich ablegen können. Ich habe damit lange zu kämpfen gehabt, aber da kam der Tag, wo ich wirklich, ich habe aufgehört zu rauchen, ich habe das Kiffen aufhören können, was echt sehr schwer war, weil es auch sehr, ja, es war schwer. Und andere alte Gewohnheiten und mein Handeln hat sich echt wirklich Stück für Stück verändert. Ich wollte dann auf eine Bibelschule, weil ich mehr von Gott wissen wollte. Und so sind wir dann auf diese Bibelschule gegangen, nach Bad Gandersheim. Und genau, da konnte ich mich noch mal mehr ausrüsten lassen. Mhm. Genau. Ja, das ist eine sehr bewegende Geschichte. Vor allem das mit dem Motorradunfall, da bist du wirklich bewahrt worden. Und da hat Gott ganz klar zu dir gesprochen. Also er ist Teil deines Lebens geworden. Jesus Christus ist praktisch dein Herr und Gott, der dir all deine Sünden vergibt. Das hast du echt erlebt, ganz persönlich. Aber wie lebst du jetzt im Alltag mit ihm? Das würde mich noch interessieren. Wie lebst du mit ihm jetzt da? Also die Facetten, die Jesus in mein Leben beeinflusst, sind natürlich vielerlei. Im Endeffekt alle Facetten unseres Lebens. Aber eine Sache möchte ich hervorheben, und das sind die Werte. Ich konnte früher mit Werten nicht wirklich was anfangen. Aber Gott zeigte mir, wie wichtig gute Werte sind. Dankbarkeit, Anbetung, Nächstenliebe, ganz praktisch gelebt, Barmherzigkeit mit dem anderen Menschen und so weiter. Aber auch Gebet, Gemeinschaft und der Dienst in der Gemeinde zum Beispiel. Und das hat mir Gott wirklich ganz neu gezeigt. Mein Leben hat sich dadurch im Praktischen natürlich verändert. Und heute habe ich ganz viele Freunde, die diesem Jesus auch nachfolgen. Und wir haben unsere Gemeinde hier in Friedrichshafen, in der wir uns sehr wohlfühlen, ein neues Zuhause quasi uns Gott geschenkt hat. Ich darf mich von Menschen und von Gott persönlich reflektieren lassen, wie ich mein Leben lebe, was auch sehr wichtig ist. Und ja, so beeinflusst Gott meinen Alltag, mein Leben. Und ich bin wirklich froh und wirklich dankbar, in dieser Gemeinde zu sein und dieses Leben, was ich leben darf, mit ihm zu leben, ganz konkret. Genau. Vielen Dank, Mirko, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in dein Leben. Ich wünsche wirklich den Segen von Gott für dich, für deine Familie, auch in der Zeit, wo wir uns gerade befinden. Und eine Sache noch. Sag liebe Grüße auch an deine Eltern. Die gucken bestimmt auch zu. Ja. Und dass wirklich auch Gott jedem Menschen begegnet und deiner ganzen Vielen Familie. Dank. Alles Vielen Gute Dank. Dir. Alles Gute dir, Lucky. Ja. Alles Gute euch, die ihr zuschaut. Und spitzt die Ohren. Die Message wird noch richtig gut. Danke dir. Danke euch. Bis dann, Mirko. Tschüss. Das ist was ganz Praktisches gewesen. Ein Mensch,
der einfach Gott vorher nicht kannte, und plötzlich begegnet er diesem Jesus, der ihm all seine Sünden vergibt. Und wenn wir nochmal drauf schauen, wir haben geschaut, es gibt einen Befund, das leere Grab, und dass viele Menschen Jesus kennengelernt haben, basiert, dass Jesus auferstanden ist. Es gibt handschriftliche Quellen. Und da gibt es heute Menschen, die diesem Jesus begegnet sind. Das alles belegt für mich, Jesus hat gelebt und dass er bis heute Menschen begegnet. Jetzt sagst du, hey, das hört sich ganz gut an und sicherlich hat das irgendwo auch Substanz, das Ganze, aber irgendwie glaube ich dem Ganzen immer noch nicht, beziehungsweise Jesus, Gott, Gottes Sohn, Gott selber, ich kann es nicht nachvollziehen. Jetzt schauen wir uns mal kurz noch die alternative Option an. Manche sagen, Jesus hat nie gelebt. Leute, das könnt ihr echt knicken. Wisst ihr warum? Es gibt zu viele Beweise dafür. Es gibt so vieles, wo beweist, dass Jesus gelebt hat. Manche sagen, er hat diese Kreuzigung wirklich überlebt und lebte weiter in Indien. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Leute, die die Kreuzigung vollzogen haben, das waren die Römer. Und die Römer kannten ihr Handwerk. Und wenn jemand gekreuzigt wurde zur damaligen Zeit, dann hat er es nicht überlebt. Das war ganz klar. Das war, wenn dieses Todesurteil gesprochen worden ist, dann hat man ganz klar gewusst, diese Person wird diese Kreuzigung nicht überleben. Manche sagen, die Jünger haben den Leichnam Jesus gestohlen. Eine Frage, wie soll das geschehen? Ich meine, die Jünger, die hatten ja schon Angst im Garten Gethsemane, sind alle weggerannt. Dann sollten sie noch diese Soldaten vor diesem Grab auch noch überwältigen. Dann sollten sie auch noch diesen Stein beiseite schieben und den Leichnam rausholen. Ja, wie soll das geschehen? Und zweitens, aus was man Grund? Oder manche sagen, ja, das war bestimmt Halluzination damals. Also bei ein oder zwei Personen gibt es, okay, könnte man das vielleicht so sagen, das sind irgendwie Halluzinationen. Da möchte ich sagen, es waren nicht nur ein, zwei Personen, es waren über 500 Leute, die Menschen mit einem Nu, diesem auferstandenen Jesus begegnet sind. Und letztendlich, wem würde das Ganze hier nützen, was ich gerade an Optionen dargestellt habe? Wieso soll jemand sterben für eine Sache, die gar nicht stimmt? Spätestens bei der Auspeitschung, wenn Jesus da nur Mensch gewesen wäre oder nur gesagt hätte, ja, ich bin nicht Gott. Selbst bei der Auspeitschung, der hätte es wahrscheinlich zugegeben. Weil wieso soll die ganze Last auf sich nehmen, wenn es eine Lüge gewesen ist? Letzte Frage, warum tun wir uns so schwer mit diesem Gedanken, dass Jesus Gott ist? Weil man sich weigert, eine Tatsache zu akzeptieren, die nicht unserer Realität entspricht. Ich möchte kurz ein Beispiel bringen. Während ich spreche, werdet ihr gleich etwas sehen, und zwar einen Kreis. Und dieser Kreis, wenn wir uns den anschauen, darin ist unsere Realität, die wir wahrnehmen. Zum Beispiel 2 plus 2 gleich 4 ist eine Realität. Oder das Wasser bei 0 Grad gefriert. Wenn ich sagen würde, nee, also das Wasser gefriert bei 30 Grad plus, würde ich sagen, das entspricht nicht meiner Realität. Und so bauen wir unsere Realität auf, unsere Welt auf, wo wir alles aufbauen, Wahrheiten zusammenstellen, die dieser Realität entsprechen. Aber jetzt gibt es Situationen und Dinge in unserem Leben, das ist wieder so ein Punkt außerhalb des Reichs, was ihr gerade seht. Das ist ein Punkt. Und da ist ein Ereignis gewesen, außerhalb unserer Realität. Das war Jesus Christus, geboren durch eine Jungfrau Maria, ging umher, heilte Menschen, predigte, dann starb er am Kreuz für die Schuld der ganzen Welt, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, nahm er auf sich. Er wurde begraben, ist nach 3 Tagen auferstanden, begegnet den Jüngern, ist aufgefahren in den Himmel und wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Leute, das entspricht natürlich nicht unserer menschlichen Realität. Was aber nicht bedeutet, dass das nicht Substanz hat. Ich meine, wir haben uns angeschaut, wir haben Befund, wir haben schriftliche Quellen, alle Optionen, alternative Optionen machen keinen Sinn. Wir haben Menschen, die diesem Jesus ganz persönlich begegnet sind. Hey Leute, ich glaube, dass das Ganze real ist. Und Gott möchte vielleicht auch durch diese Predigt etwas erweitern, diesen Kreis erweitern. Dass etwas, was man vielleicht nicht als Realität sehen, plötzlich real wird, indem wir ihm ganz persönlich begegnen. Und plötzlich dieser Kreis sich schließt. Und Jesus
Gottes Sohn sich uns offenbart. Ich möchte mal lesen, Matthäus Evangelium 16. Kapitel, Verse 15 bis 17. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Fragte er sie. Da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Simon, Sohn von Jona, sagte Jesus, diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Wisst ihr, und das wünsche ich dir, der du zuhörst, dass du Jesus Christus als den Sohn Gottes anerkennst. Dass Gott sich dir ganz neu offenbart. So wie Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und dass Jesus, durch Jesus du Gott erkennst, der dich liebt, der dich annimmt, wie du bist. Das findest du in keiner anderen Religion, wo plötzlich Gott uns ganz nahe wird. Du fragst dich vielleicht, ja, wie bist du denn dem Ganzen sicher? Es gibt so viele andere Religionen. Ich möchte sagen, wo der Unterschied liegt. Viele andere Religionen versuchen durch eigene Anstrengung, Gott näher zu kommen. Das wirst du finden im Hinduismus, im Buddhismus, im Islam. Im Christentum ist es andersrum. Gott kam zu uns und Gott zeigt seine Nähe und seine Liebe zu uns durch seinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz starb, damit wir Vergebung unserer Schuld bekommen. Gott wird plötzlich ganz nah, voller Liebe. Und jetzt fragst du dich, wie kann ich das erleben? Ich möchte sagen, indem du einfach dein Herz öffnest. Ich habe jetzt nur was von außen versucht, eine Substanz, eine Grundlage zu legen und auch, dass unser Glaube an Jesus nicht nur so ein Märchen ist, sondern es hat Hand und Fuß, es hat Substanz. Und es gibt Menschen, die diesem Jesus begegnet sind. Das ist so ähnlich, wie wenn du mich jetzt fragen würdest, wie schmeckt denn Honig? Und ich versuche das dir zu erklären. Ich sage, ja, Honig, wie es schmeckt, ja, es ist irgendwie so klebrige Masse, es ist süß, cremig. Dann wirst du sagen, okay, aber Uhu ist doch auch klebrig. Und Nivea-Creme ist auch cremig. Und Zucker ist auch süß. Aber wie schmeckt denn Honig? Das habe ich gerade versucht, dir zu erklären. Ich habe Dinge von außen her versucht, dass man es betrachtet, wer Jesus ist, auch eine Grundlage gelegt. Aber du wirst nur erleben, wie Honig schmeckt, wenn du einen Löffel nimmst, diesen Honig nimmst und auch zu dir nimmst. Dann weißt du, wie Honig schmeckt. Und genauso ist es mit Jesus. Indem du dein Herz öffnest und sagst, Jesus möchte, dass du mein Leben hineinkommst. Und das wünsche ich uns allen, dass wir Jesus nicht nur als Mensch anerkennen, sondern er ist Gott selber. Jesus Christus lebt. Und er ist auferstanden. Und er ist hier gegenwärtig an deinem Bildschirm. Jetzt, da wo du am Wohnzimmer sitzt, da ist er gegenwärtig. Er will mit dir Beziehung bauen. Und Gott segne dich, dass du diesem Jesus ganz neu begegnest und mit ihm einen Weg gehst. In diesem Sinne möchte ich jetzt einfach mit uns beten, dass sich dieser Jesus nicht nur als Mensch uns offenbart, sondern als Gott selber. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass viele Menschen dich kennen und du willst uns ganz persönlich begegnen. Und ich möchte bitten, Herr, für die Leute, die jetzt da sitzen und zuschauen, dass du ihnen begegnest jetzt. Auch in dieser Zeit, dieser herausfordernden Zeit, wo wir gerade leben, wo wir viel getrennt sind voneinander, brauchen wir dich. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bist du mitten unter uns. Und das bedeutet, dass du da bist, du deinen guten Heiligen Geist. Du bist jetzt nicht körperlich da in dem Sinn, dass wir dich sehen, aber wir können dich erleben, indem wir dich aufnehmen und durch den Heiligen Geist lebendig wird. Und so segne ich jeden Einzelnen jetzt. Ich möchte bitten auch für die Menschen, die zuschauen, die dich nicht kennen, begegne du ihnen jetzt. Heiliger Geist, tu dein Werk an ihnen. Dass die Kraft Gottes auf sie kommt. Dass sie dir begegnen in ihrer Not. Dass du dir rufen. Und so wie du dem Petrus begegnest, oder Mirko auch, oder mir, begegne du Menschen, die jetzt zuhören. Dass du, Heiliger Geist, wirkst. Und dass du was tust jetzt. Dass das Wort lebendig wird. In dem wunderbaren Namen Jesus Christus. Amen. Wir wollen jetzt noch ein paar Lieder singen gemeinsam und das Ganze nochmal vertiefen, sacken lassen, gemeinsam singen und einfach Gott darin suchen. Gott segne euch. Er wird nachher noch am Schluss ein paar Worte sagen zu dem, was noch auf uns, was für die Woche, wie den nächsten Sonntag ablaufen wird. Da werden wir weitermachen mit diesem Thema. Alles Gute. Bis dann.
Alles wird nun still, der Sturm um mich herum wird gezähmt. Durch deinen Namen still, die See wird nun still, das Toben in mir ruht jedes Mal. Durch deinen Namen, Jesus, Jesus, die Finsternis bebt vor dir, Jesus, Jesus, und schweigt vor dir, Jesus, Jesus, die Finsternis bebt vor dir, Jesus, Jesus. Leben, ich erwach zum Leben, fange zu sehen, ich preise dich, preis deinen Namen, Liebe. Ich erwach zum Leben, fange an zu singen, ich preise dich, preis deinen Namen, Jesus, Jesus. Die Finsternis fehlt vor dir, Jesus, vor dir, Jesus, Jesus, die Finsternis bebt vor dir, Jesus, Jesus, oh. Jesus, Jesus, die Finsternis bebt vor dir, Jesus, Jesus, am Schreit vor dir. Time.
heilig bist du. Du liebst beständig. Und was du gibst, ist genug. Gott der Gnade, heilig, heilig bist du. Mein Schild, du schützt mich. Egal was kommt, du bist gut. Egal wie weit ich lauf, du bist bei mir, gehst voraus. Egal wie weit ich lauf, du bist bei mir, gehst voraus. Egal wie weit ich lauf, du bist bei mir, gehst voraus, egal wie weit ich lauf. Du siehst weiter, du schaffst einen Weg, wo vorher keiner war. Der Himmel über mir, doch dein Versprechen ist größer. Heilig bist du, in deinen Augen bin ich mehr als genug. Egal wie weit ich lauf, du bist bei mir. Bye.
gehst weiter. Du schaffst einen Weg, wo vorher keiner war. Der Himmel über mir, doch dein Versprechen ist größer. Dein Versprechen ist größer. Du siehst weiter, du siehst weiter. Du schaffst einen Weg, wo vorher keiner war. Der Himmel über mir, doch dein Versprechen ist größer. Dein Versprechen ist größer. Wir sind nun am Ende des Gottesdienstes angelangt. Ich möchte euch darauf hinweisen, nächsten Sonntag machen wir mit diesem Thema weiter. Da wird Wolfgang Hanslick zu uns sprechen. Wenn du mehr Informationen haben möchtest zu uns als Gemeinde, dann kannst du gerne auf unsere Webseite gehen, www.foyer-fn.de. Da kannst du uns näher kennenlernen. Und wenn du jemand bist, der auf dem Weg ist, diesen Jesus noch näher kennenzulernen, da gibt es ein Fenster, da kannst du draufklicken und es führt dich durch, wie du diesen Jesus kennenlernen kannst. Und gerne schenken wir dir auch eine Bibel. Komm einfach in Kontakt mit uns. Zudem möchte ich sagen, wenn du uns als Gemeinde unterstützen möchtest, auch ist da auf der Videobeschreibung unsere Kontaktdaten, aber auch unsere Bankdaten. Da darfst du gerne was spenden, aber wirklich auf freiwilliger Basis. Und wenn du jetzt unseren Kanal abonnieren möchtest, dann links sehen wir gleich etwas, wo du da anklicken kannst. Oder wenn du unseren Online-Gottesdienst vor 2 Wochen anschauen möchtest, auf der rechten Seite gibt es auch einen Button, da kannst du auch draufklicken. So wünsche ich euch den Segen von Gott für diese Woche, die kommende Woche. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.